Mit dem GS 270 Plus hat Gigaset 2017 sein erstes Mittelklassegerät vorgestellt. Was es drauf hat und ob es der UVP von 230 € gerecht wird, erfahrt ihr in diesem Review. Die verwendeten Materialien sind zwar nicht wirklich hochwertig, doch das Plastik ist gut verarbeitet. Mein Gerät lässt sich allerdings rechts unten leicht eindrücken, was etwas störend ist. Der verbaute Lautsprecher ist an sich eigentlich relativ gut, nur finde ich die Position ziemlich bescheuert gewählt, weil wenn man Videos zum Beispiel mit dem Handy guckt und das Handy auf einem Tisch oder im Bett liegen hat, versteht man einfach nichts mehr, was aus dem Lautsprecher kommt. Der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite funktioniert schnell und zuverlässig und auf der Vorderseite gibt es noch eine blaue Benachrichtigungs-LED. Bei bisher jedem Gigaset-Smartphone, das ich hier hatte, habe ich ja die Performance bemängelt. Mit dem GS 270 Plus macht Gigaset einen Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir da noch lange nicht am Ziel sind. Die Performance geht mittlerweile in Ordnung, allerdings hängt das GS 270 Plus einfach manchmal. Das ist jetzt aber nicht so störend wie beim GS 170. Verbaut wurden hier bei der Plus-Variante 3 GB RAM mit 32 GB internem Speicher und einem MTK 6750T Prozessor. Das verbaute 5,2 Zoll IPS Display löst nun endlich mit Full HD auf und somit kommen wir auf eine Punktpixeldichte von 424 ppi. Dabei ist es mit 450 Candela pro Quadratmeter ausreichend hell. Das Display gefällt mir grundsätzlich gut, auch wenn die Farben zum Teil etwas mehr gesättigt sein könnten. Und nun kommen wir mal zu meinem Lieblingsfeature am GS 270 Plus. Und zwar dem 5000 mAh Akku. 5000 mAh sind für ein Smartphone-Akku natürlich extremst viel, allerdings hätte ich mir mehr von dem Akku erwartet. Circa 6,5 Stunden Onscreen-Zeit sind möglich. Leider wird der Akku aber nur per Micro-USB-Port geladen. Bei einer UVP von 230 € hätte ich mittlerweile wirklich USB-Typ-C erwartet. Wenigstens gibt es dafür einen Dual-SIM-Slot mit entweder zwei Nano-SIM-Karten oder einer Nano-SIM-Karte und einer Micro-SD-Karte. Zur Vollständigkeit fehlen jetzt noch die Kameras. Die Frontkamera löst mit 5 Megapixel auf, die Rückseitenkamera mit 13 Megapixel. Und die Bilder sind bei genügend Licht eigentlich ganz schön und sehen im Endeffekt wesentlich besser aus als in der Vorschau auf dem Handy. Meine Urlaubsbilder wollte ich trotzdem eher nicht damit machen. Aber in diesem Preisbereich von 230 € ist die Konkurrenz natürlich riesig und da sind einige Alternativen auch nicht zu vernachlässigen. Da müsst ihr euch aber einfach mal informieren und schauen, was euch am besten gefällt. Das war's aber wieder mit diesem Review zum GS 270 Plus. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video.